Hat aktiviert. Beginn im Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Rückzug! Rückzug! Wir müssen los! Er muss runter von der Straße! Mach die Tür auf! Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Ja, dich. Reich. Okay. Jetzt. Okay. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Dying Light, mit dem Sonic zusammen. Yo, moin, und dem Stormblade.
Jo. Wir beide durch die Zombie-Apokalypse. Dich. Yeah. Together, oh. We will kill all Zombies. Ja. ich hab's noch nie gespielt. Das erste Mal jetzt tatsächlich. Du hast es ja schon durchgespielt, Mann. Richtig, ich hab schon durchgespielt. Ich hab gerade irgendwas gedrückt. Aber das ist ja egal. Ja. Das DLC nicht, das werden wir auch noch spielen. Ja, wir spielen alles. Ich hänge auf der Lampe fest. Ich hab schon wieder CPU-Auslastungsfehler. Ich muss ganz kurz die Minute unterbrechen. Ja, dann kann ich ja auch mal ganz kurz nochmal gucken, ob alles läuft. Scheiße. War bei dir die Intro-Sequenz auch so extrem laut? Ja, die Intro-Sequenz. War viel lauter als das Spiel selber. Ja, genau. Also ich hab mir schon gedacht im Intro, oh, ich muss ein bisschen leiser stellen, aber... Nee, tatsächlich ja, dann geht's halt die Aufnahme runter. Ja. Gedönsen. Ich muss sagen, ich spiele nicht in der höchsten Grafikeinstellung. Ich habe ja Anti-Aliasing und sowas habe ich zwar alles an. Aber es sieht doch trotzdem echt gut aus. Ja. Okay, von mir aus kann es weitergehen. Okay. Ja gut, wir spielen jetzt erst noch das Tutorial, bevor wir uns überhaupt treffen können. Richtig. Das müssen wir erst einmal durchspielen, dann können wir halt zusammen in die Lobby gehen. Gemeinsam. Wie ducke ich mich mit C? Oh, das muss ich vielleicht noch umstellen. Mit F. Okay, ich stelle die Stimmen gleich noch ein bisschen lauter. Ich bin noch nicht raus aus der Tür. Achso. Ich habe mir noch alles angeguckt. Aber hier ist eh noch Tutorial. Ja, genau. Und das ist eigentlich relativ uninteressant. Also, drei Tage lang passiert nicht viel. Dann erschreckst du Kinder. Fängst ja gut an, ein hübsches Spiel. Wo bin ich? Ja. Im Paradies. Mal immer wieder betonen. Ich mag es echt gerne. Gut, hat viel Spaß gemacht, aber das DLC-Spiel war auch zusammen. Kann man dann Auto fahren? Ja, genau. Was soll das heißen, 31? Ja, 31, so heiß ich. Guten Tag. Hallo, Salma. So, also bei mir sind die Stimmen laut genug. Ups, hä? Das habe ich aus dem Steam-Overlay geöffnet. 31, das ist deine Nummer. Ja, hi. Nummer 31, ich muss die Körnung ausmachen. Es fällt mir jetzt erst auf, dass ich die noch anhab. Grafik. Körnigkeit aus. Oh, ekelhaft. Aus mit dem Rotz. Viel besser. Ich verarsche. Fresse, du. 31. Ein Typ regt sich auf, dass wegen mir der Amir tot ist. Und ich ist ja auch wegen uns tot eigentlich. Ach, ja, stimmt eigentlich. Aber jetzt die haben mich mitgenommen, da kann ich ja nichts für. Ja, ich glaube, ich muss die Stimme sogar leiser machen. Spiel. Sprachlautstärke minimal runter. Minimal. Ist noch einen lauter. Dann passt das. Zur Not kann ich ja auch alles. Kann ich ja alles nochmal im Nachhinein lauter stellen. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Jo, ich bin 31. Reden Sie sich beim Boss. Ja, ich steh jetzt, mach jetzt die Tür auf zum Balkon bei dem. Ach, du bist schon da oben, ich hab gerade noch mit allen Leuten geredet. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Okay, du ich geh rein. Sprechen? Schon besser. Weißt du? Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht. Oh, no. Wir nennen es den Turm. Brecken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat das übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut. Hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey! Das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken.
Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ja, was? Ich bin Rahim. Bracken hat hier das Sagen. So. Ich laufe jetzt weiter. Ich bin nicht faul. Hast du schon vergessen? Geben sich den 13. Stock. Okay. Machen wir das mal. Sag, wenn du fertig bist. Mach ich. Fertig mit der Szene von dem. Okay. Blöder Arsch. Hast du den jetzt schon? Aha, jetzt muss ich nach oben, ist der Fahrstuhl. Ich bin gerade wieder runtergelaufen. So eine Scheiße. Fahrstuhl. Begeben sich in den 13. Stock und sucht sie nach verschollenen Überlebenden. Genau, das okay, muss ich auch machen. Okay, machen wir. Wer wirft eigentlich die Versorgungsgüter ab? Kennst du das? Ich würde doch die Treppen nehmen. Warte. Wo willst du denn hin? Zum 13. Okay. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. Du schon im Aufzug? Oh, Scheiße. Ja, ich rede gerade mit dem Typen. Ja. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Ja. Ich freue mich schon, den alten Typen, endlich meinen ersten Zombie zu töten. Oh ja. Wird noch geiler. Ich weiß. Ich kenne es ja nur ein bisschen von anderen Let's Plays. Aber so komplett kenne ich es halt auch nicht. Mann. Ja. Hier sind ja einige draufgegangen. Oh. Und geil. Alles klar, Kinderwagen. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was. Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Was zum Geier? Ach, geil. Oh ja. Ein Rohr. Der hat erstmal so einen Knüppel rum. Ja, erstmal die Räume durchsuchen. Alles mach ich eine Taschenlampe an, weißt du, geht das schon? Was haben wir noch nicht? Okay. Looten geht auch noch nicht. Was kann ich dann hier in den Zimmern rumlaufen? Keiner? Ja gut. Ach, guten Tag. Ach, hier ist die Taschenlampe. Kann ich nicht mitnehmen. Boah, Alter. Lol, mein Ruf ist gekillt, hat diesen. Ah, stirb. Voll den Kopf zerballert, ey. Bin gesprungen, hab in den Kopf zertreten, ey. Sprung. Mit E kannst du treten. Okay. Geschlossen? Okay. Ich will den jetzt ja, weiter zermatschen. Die Einleitung ist halt ein bisschen langweilig so, aber. Wenn wir zusammen spielen, wird's geil. Also ich habe. Laut dem, wo ich es gekauft habe, habe ich ja die Uncut-Version. Also ich habe mir auch den Kopf zerplatzen lassen. Also ja, ich denke das schon, dass es Uncut ist. Du darfst es in Deutschland eh nicht kaufen. Ja. Von daher. Ich hab's nicht in Deutschland gekauft. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder! Toll, Hilfe! Ich bin hier runter, um ihm zu helfen! Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, deinen Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh Scheiße, 31. Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Okay. Jetzt schon. Kümmern Sie sich um Mark. Ich trete gerade den Zombie zusammen nochmal. Hä, nochmal? Der Ragdoll ist, ja, ich trete gleich ein bisschen. Die Ragdolls sind einfach so geil in dem Spiel. Das ist Hammer, ja. So, jetzt, was soll ich finden? Metallteile soll ich suchen? Nee, ich soll mich um Mark kümmern. Kannst du sagen, da stand gerade, ich soll Metallteile finden. So, eben Bandagen und Alkohol holen. Okay, dann suchen wir mal los. Jetzt geht looten. Loot, 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 loot. Überall. Mach die Tür auf. Okay, ich weiß hier Schönes. Wir gingen ja nicht auf. Teilteile. Das erste, was ich gefunden habe, ist ein Stromkabel. Stromkabel? Ich hab den Teil gefunden.
Ja, lag auf der Waschmaschine bei mir. Auf der Waschmaschine liegt auch noch was. Da liegt bei mir nichts. Oh nein. Er hat ja auch hier doch jeder seinen eigenen Loot, glaube ich. Ne? Ja, ist zufällig. Ach hier, da auf der Waschmaschine. Oh nein, doch. Wo liegen die Metallteile? Klebeband. Ja, Klebeband. Klebeband und Elekt- und Kabel habe ich gefunden. Aber Metallteile jetzt nicht. Was, ihr wird Waffen nicht gebraucht? In den gelben Containern sind meistens Teile oder die Nägel. Die kann ich nicht aufmachen, die Container, wo hier sind. Nicht? Also die, wo die hier sind, kann ich nicht aufmachen. Oh, Kühlschrank. Oh, ich habe Alkohol gefunden. Ich drücke auch die ganze Zeit Q. Q? Zum Umgebungsscan. Das hab ich ganz vergessen. Der auch noch. Aber ich finde hier nichts. Warte mal, weiterlaufen. So cool, ey. Mit dem Kuh ist praktisch. Mull. Ist echt praktisch. Was hier schön ist. Eine Blechdose. Elektronisches Bauteil. Aber die brauchst du alle noch. Ja, ich finde aber nicht, dass ich für die Quest brauche. Ach, ich muss zuerst mit dir reden. Bad, im Badezimmer. So, wow. Kümmern Sie sich um Marc, ich muss noch mit Marc reden. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Huch. Du deshalb kannst du auch noch nichts aufmachen. Du musst Verbandszeug auftreiben. Also erst. Und Alkohol. Ja. Nimm beides zusammen. Durch das stellen Sie mir. Stopp die Blutdruck. Bitte. Entwürf. Bleib ruhig, ja. Bin gleich zurück. Zack. Fertigo. Hier, bitteschön. So, jetzt kann ich wohl auch Sachen aufmachen. Da ja, jetzt kann ich die Dinge aufmachen. Jetzt habe ich eine Metallteile gefunden. Kann ich nochmal alles neu durchsuchen. Nägel, schön. Ich finde es toll, dass man so schnell rennen kann, wie man will. Ja, das ist angenehm. Oh ja. Immer so nervig, manche spielen, wenn die dich immer so beschränken am Anfang. Ja, bei Dead Island war es ja auch so, dass du nur begrenzt alles Ausdauer gekostet hat. Eine Ausdauer hast du schon, aber. Ja, aber das Rennverbot kann ja keine Ausdauer. So, sprechen Sie mit Rahim. Okay. Ach, da oben habe ich noch einen Raum vergessen. Kühlschrank. Alkohol, okay. Noch Bandagenfilm jetzt. Ich gehe schon mal weiter. Wo sind die Bandagen? Im Schrank, in dem letzten, im ersten Zimmer, wo du reinkonntest, relativ nah am Aufzug. Okay, da im Medizinschrank im Bad. Da. Ist klar. So. Okay, okay, das ist alles, was man braucht. Versuchen wir es. Ich würde wir machen hier draus Folge 0, oder? Ja, bist du. Alles klar. Entwürfe-Menü. Oh Gott, habe ich viel Zeug. Sie müssen Medkit herstellen. Ich weiß. Ach, da unten. Hier. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Mull und Alkohol, primitiv, aber okay. Okay, danke, ich übernehme das jetzt. Okay, das habe ich ihn auch verbunden, das muss ich mit. Mit Rahim spielen. Spielen. Spielen, ja, ich muss es mit ihm spielen. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch erwarten. Jetzt mit ihm geredet, vor der Lutsche. Komm vorbei, ja. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. So. Okay, erstmal umziehen gehen. Ich müsste doch eigentlich durch die ganzen DLCs und irgendeinen Scheiß, was ich da hab, noch andere Klamotten haben. Oh. Ja, ich hab ja Season Pass, ich weiß nicht, ob du den auch hast. Ich hab ja alle DLCs auf einmal gekauft. Ja, genau, hab ich auch gemacht, das ist ganz geil, da hast du noch richtig viele andere Klamotten. Alles. Okay, ist erledigt. Richtig geil.
Sonst noch was? Aus irgendeinem Grund werden mir jetzt nur drei andere angezeigt. Tja, mal überlegen. Hm, kommt vielleicht noch. Ja, dann kommen. Achso, jetzt sind diese herunterladbaren. Um ja, du hast so einen Urban Explorer, du hast Special Agent und Ninja. Sprengsätze. Mach den Ninja. Alles klar. Sprengstoff? Das ist cool. Mach du den Urban Explorer, finde ich auch geil. Besonders guter Lügner. Ich guck den gleich einfach mal an oder so. Ja, ja, ich muss später cool. Grad mit Raim noch und dann der anderen da. Erstmal frische Kleidung anziehen. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Jetzt, wieso darf ich jetzt meinen... Ja? Ach, erst genau. nach dem Prolog. Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Okay. Und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, ab zum Fitnessbereich. Treppenlaufen. Na super. Ja, schon umgezogen. Ne, ich hab gerade mit Rahim muss ich nicht spreche ich noch. Ich will noch looten bei dem Rommel. So, reicht das? Loot. Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Was Passenderes? Du hast ein Ninja-Outfit an. Guck, ich sehe gleich, ob das passend ist oder nicht. Kann ich mein Zimmer looten? Nee. Eskalier halt erstmal. Outfits. Ja, sie benötigen die, okay, und halten sie gedrückt, um zu greifen. Ah, das muss ich mir auch erst runterladen, die Sachen. Nee, kriegst du nach Prolog. Nee, aber ganz viele. Inhalt zum Herunterladen ist halt bei mir noch. Ja, heißt so, aber du hast es schon. Ja, aber kann ich schon ausrüsten? Nach dem Prolog erst. Ach so. Okay, Ninja-Outfit ist nicht normal. Das meins. Ja. Das ist cooler, wenn wir verschiedene haben. Ich glaube, ich nehme das Special-Agent-Outfit. Ja, das ist cool. Der hat gerade einen ganz schlechten Wortwitz gemacht. Du heißt ja Crane und er sagt so, fühl dich wie zu Hause. Crane auf einem Kran. Oh, Alter. Dafür müsste ich ihn eigentlich schon schlagen. Jesus, und rüber zu dir, Alter. Ich hau dich kaputt, ey. Komm her. Oh, frische Kleidung, so bam. Gut, Rahim, ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Jumpskills! Hallo. Los, ab zum Fitnessbereich. Bis ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Treppen laufen, so ist klar. Nein, die Stellung. Wie steigt ein Zombie die Treppe? Moment, warte, was? Einen Lauf. Ich steck Zombie die Treppe hoch. Ja, aber ich hab den Halbwitz nicht gehört, Mann. Das, die Pointe ist. Ich hab's vergessen, scheiße. Mann, da waren so zwei NPCs, die haben halt geredet. Alles klar, runter jumpen. Das ist das erste Parcours-Grundlage kommt, wo ich schon die Wand halber hochgeklettert bin. Ja. Oh Gott, ich werde so abkacken, wenn wir wegrennen müssen, ne? Das wird lustig. Zu zweit. Ja. Oh Gott. Freue mich jetzt schon. Geil. Crane auf einem Kran, hat er bei mir auch gerade gesagt. Das ist so schlecht. Parcours Weltmeister, Alter. Ja, Mann, ey. Richtig hart. Aber ich kann nicht sliden. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, okay. Was ich sage, hinterher, ja? Daher muss ich immer rennen? Okay, okay. Ich hol mir dich, Alter. Jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Werd nicht langsamer, du Idiot, Alter. Hör die Fresse. Sei kein Feigling. Oh, oh. Geht mir voll auf den Sack, du, ey. Das meinst du doch nicht ernst? Er sagt, ich bin schlecht. Schau zu. Nicht schlecht für einen Neuling. Ja, ja, deine Mama. Okay, ich. Ah, da hoch. Rahim! Oh, 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 oh. Ich hol Hilfe! Alles klar. Easy. Du bist da reingefallen. Du blöder Arsch. Was? Verstehst du keinen Spaß? Nee, nicht runter. Ich fall schon nicht runter. Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst. Oh, ich renn viel schneller, als der redet. Ja, ich muss jetzt gerade noch hier runterspringen. Kann jemand zu weit springen? Nee. Hab's mal ausprobiert. Scheiße. Moment. Adrenalin pur, was? Was ich denn jetzt?
Aber das war noch lange nicht alles. Es gab noch mehr, um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Zum Kran alles nutzen, was ich finde. Okay. Mal sehen, jumpen, wie du dich schlägst. Sabbeln. Ich glaube, es ist nur jetzt schon. Jetzt fängt es bei mir auch an. Ja, du musst da durchrennen, dem Typ hinterher. Manchmal ist es besser, durch die Rups. So, und durch. Und. Da können die Fresser nur schwer easy. Folgen. Nicht langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen? Ach, jetzt lobt er mich, oder was? Wo muss ich hin? Hä? Da was denn? Wo bist du gerade? Ich stehe in so einem Gang, aber hier geht's nicht. Nach oben? Nee, nach außen? Ah, außen. Oh! Oh! Oh, fast Kran runtergefallen. Ist ungünstig. Okay, gehen wir wieder hoch. Wäre ja irgendwie doof, wenn Crane von einem Kran fällt. Ja. Und den muss man echt merken, der ist nicht schlecht, ne? Der ist schon wieder lustig. Scheiße, oder? Was ist los? Ich suche immer nur die scheiß Wege. Du musst gucken nach diesem gelben. Ach, guck mal, hier, jetzt weiter. Ja, ja, schon, aber ich bin gerade beim Klettern gewesen. Also. Kannst du das nicht? Hältst du keine 10 Minuten durch? Ich würde in so einer Zombie-Apokalypse, in dieser Zombie-Apokalypse übrigens, krass draufgehen. So. Hatte ich irgendeinen Anfall? Okay. Nein. Oh, bin so schlecht. Ach, wird noch lustig. Ach, der hat das gar nicht genug gedrückt halten, ist gut zu wissen. Wurde alles gesagt von mir zumindest. Es steht da unten nur. Das ist echt gut zu wissen, weil es ist. Ja. Das ist eine Information. Fuck, warum hältst du dich nicht fest? Scheiße. Alles klar. Okay, jetzt hab ich's. Jetzt kletter, mein Freund, kletter. Halte ich ja fest. Klar. Warum? Zu Dr. Zere gehen. Boah, ich komm nicht. Was machst du denn? Ich hab ja, schon. Ja, dieses Hangeln und dann auf, das, auf die andere Seite springen, ist das irgendwie nicht so einfach. Rüberdrehen und einfach gedrückt halten. Muss ich auch mit der Maus rüber? Ja, ne? Ja, du musst hingucken in die Richtung, in die du springen willst. Ah. Verdammt! Okay, warte, nee. Okay, komm. Alle Versuche, alle guten Dinge sind 5. 5, ja, haben wir heute auch in GTA, ey. Ja. So, alle guten Dinge sind 3, alle guten Dinge sind 4, alle guten Dinge sind 5. Ich hab ja in die Richtung geguckt gerade, aber er wollte nicht da lang springen. Okay. Also gut, ich hänge jetzt hier am Rand, ich gucke nach rechts. Ah ja, jetzt hängt es, tut er die Hand auch ausstrecken. Das ist natürlich eine, das ist natürlich was ist. Nein, nicht nach links. Doch nach links. Okay. Okay, so. Jetzt hab ich's weiter geschafft. Okay, Zeit für den richtigen Test. Zurück zum Kran und nutze beim Laufen alles, was du findest. Geil. Was soll ich machen? Ja. Kann ich nicht auch einfach da hoch? Nee. Dieses Langhangeln liebe ich. Das ist genau mein Ding. Warum springt der nicht so weit? Der Arm streckt doch, er hat den Arm doch ausgestreckt. Okay, alle guten Dinge sind 3. Ich brech dem gleich den Arm, ey. So, ein Gasrohr, die trinke ich Medikit mit Teil, Dankeschön. Freundlich. Kann man jetzt einen einfacheren Weg laufen, als zu hangeln? Kriegst du das nicht hin?
Ich, nee, doch. Also das erste Hangelding habe ich hingekriegt. Jetzt muss ich halt wieder springen von dem scheiß Hangelding. Beim zweiten Mal. Ach, dich kenne ich doch, mein Freund. Hier ist der Arsch wieder von vorhin, der mich beleidigt hat. Boah, dich knüpfe ich mir noch vor, ey. Warum der springt halt nur so ein kurzes Stück. Du musst auf W drücken, ne? In die Richtung. Ach, W. Ich habe ganz ganze Zeit A gedrückt, weil ich nach links springe und da drin geguckt mit und der Zeit. Du musst in die Richtung gucken und dann in die Richtung, in die du springen willst, W drücken. Und dann lehrt das. Der springt trotzdem jetzt. Was machst du denn? Nichts, richtig, anscheinend. Wird nur lange Folge 0 bei mir. Ja, bei mir auch. Scheiße. Deine wird aber länger. Du kannst ja pausieren, wenn du fertig bist. Ja, mach gut. W gedrückt. Ich halte es W gedrückt. Der hält den Arm in die Richtung, wo ich hin will. Zumindest ich bin alles. Leertaste gedrückt halten. Ja. Und der springt nicht. Boah, ich hoffe, man kann nachher mal irgendwie PvP. Ich muss dich mal auf. Ich muss dich verprügeln. Es wäre hilfreich, wenn dann auch Tipps kommen würden oder sowas. Eigentlich. Kann sein, dass ich die ausgestellt habe oder so. Ja. Hallo, Zombie. Ja, es war schon weiter. Ich hab's fast, pass auf. Komm her. Ah. Oh, ey. Nix könnt ihr, ey. Ja. Oh, Jump Skills hier. Ah. Dass der nicht irgendwann sagt, alles klar, du Pisser, du schaffst es nicht, komm einfach so hoch oder so. Nee. Ich lass dir eine Leiter runter, nein. Wäre viel zu einfach. Ah, der springt ganz so weit. Warte mal, muss ich überhaupt. Ah, ich bin so ein Vollidiot, ich muss gar nicht da lang. Ich muss Alter. Hinter mir an die Dings springen. Ich muss nach hinten springen, das wusste ich nicht. Ich bin die ganze Zeit nach links, wollte direkt ans nächste Brett. Nice. Jetzt muss ich nach hinten. Plötzlich ergibt es viel mehr Sinn. Okay, ich hab's geschafft. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Ja, ich bin echtes Naturtalent. Hast du das? Ja, Naturtalent. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Alles klar, ich bin ein Sportgenie. Krass. Was passiert mit mir? Okay. Crane, sag doch was! Ich habe meine Zombifizierung. Irgendwas. Was jetzt erst? Stimmt. Ich bin jetzt auf dem Kran, ja. Alter. Wie gesagt, ich habe an dieser letzten Ding habe ich erst lang festgehalten. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hier hin zurück. Aber deine wohl länger. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt mit dem Tutorial fertig. Also mit dem Kletterparcours-Dings. Ich kann nicht mehr rennen lassen. Ah, jetzt. Scheiße, wie geht's hier nochmal runter? Ah, hier. Oh fuck, ich hätte vielleicht auf die Säcke springen sollen. Daneben. 2 Meter weiter sind die Säcke. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich. Ich trinke mal was. Ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Ah. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. So. Gut, ich muss nach zum Erdgeschoss fahren. Nein, falsch, hier ist das richtige Stockwerk. Wie lange geht denn das Tutorial eigentlich? Geht noch ein Stück. Okay. Oh, jetzt fahre ich im Aufzug runter. Bist du schon fertig mit dem Tutorial? Gleich, eine also Sache. Gut. Okay. Sie haben mir einen richtigen Job gegeben. Und niemand ahnt, so, dass ich nicht der bin, für den Hallo, ich mich ausgebe. Soweit, so gut. Und sobald programmiert. Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. So. Quartiermeister. Ah, Sie sind der neue Späher. Rahim hat Sie per Funk angekündigt. Genau. Ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Ja, Tischbein. Danke schön. Übrigens, im Turm erzählen Sie, dass Sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen,
Die Leute mögen sie nicht besonders. Nehmen sie es ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt es hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRI-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das alles klar. Danke, ich werd's mir merken. Dankeschön. Sonst noch was? Abseilig. Also, wenn sie gemocht werden wollen, dann sollten sie sich nützlich machen. Ich will nicht gemocht werden. Wer den Leuten hilft, ist beliebt. Ja, der vielleicht Quartiermeister sagt, ich soll gemocht werden. Für die kalten Nächte. Wenn man so viel Zeug kriegt. Ja, Fertigkeiten, siehst du ja noch einen Fertigkeitspunkt. Kriege ein einfaches Rohr in Dietrich. Dankeschön, ist mein Nachname, ich weiß. Ah. Ein Zischbein. Dankeschön. Dietrich ist echt der Nachname? Ja, Dietrich ist echt der Nachname. Ich habe ein Rohr, ein einfaches Rohr und ein Zischbein. Wie wechsle ich meine Waffen? Erst draußen. Klar, ist der Schlüssel zum Überleben. Ja, alles klar. Ach, ich muss jetzt raus zu dieser Doktor-Serie gehen. Ja. Ah. Ja. Ja, ich will raus. Du musst ein paar Zombies auf die Fresse geben. Geil. So wie du willst. Sei vorsichtig. Wir haben schon aber ich darf immer noch nicht mit dir spielen. Ich habe gelernt, Wurfsterne herzustellen. Ja, ich muss jetzt erst aus dem Turm raus. Bam, ey. Komm her, ich hau dich aufs Versuch mich zu beeilen.